In der Vergangenheit träumte jeder davon, ein möglichst großes Haus zu haben. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren völlig umgekehrt. Jetzt gilt, je kleiner, desto besser. Die Häuser in diesem Video sind fast unglaublich klein. So klein, dass du echt überrascht sein wirst. Vor allem über das letzte Haus, über das alle gelacht haben, bis sie das Innere sahen. Verpasse keine Sekunde dieses Videos. Und wenn du neu hier bist, abonniere unseren Kanal, damit du unsere zukünftigen Filme nicht versäumst. Osaka Takeshi. Osaka Takeshi und seine Frau lebten zunächst in Yokohama, im sogenannten Love House. In diesem besonderen Gebäude wollte der Architekt alle grundlegenden Aspekte des Planeten integrieren. Vom Himmel, der Erde, dem Wasser, den Pflanzen und Bäumen, über Licht und Dunkelheit, Sonne, Mond und Sterne, Vögel und Fische, bis hin zu Mann und Frau. Das gesamte Haus hatte nur eine Grundfläche von 38 Quadratmetern, fühlte sich aber dennoch sehr geräumig an. Es war ein besonderes Projekt und Hosaka wohnte gern darin. Als er einen Job an einer Universität in Tokio bekam, musste das Ehepaar umziehen. Jeder weiß, dass es in Tokio kaum Platz gibt. Die Menschen leben auf engstem Raum und die Mieten und Hauspreise sind verdammt hoch. Man muss also kreativ werden. Obwohl ihr altes Haus bereits klein war, gelang es Hosaka nur, ein noch kleineres Stück Land für ihn und seine Frau für ihr neues Heim in Tokio zu kaufen. Dann bauten sie das Love Two House, diesmal nur 19 Quadratmeter groß. Es wurde von der Architektur alter römischer Villen inspiriert. Immer genügend Platz für tägliche Aktivitäten. Studieren, baden, essen, aber auch für Theater, Musik und Lesen. Wie das auf nur 19 Quadratmetern? Mit einer einzigartigen Dachkonstruktion, bei der die Decke extrem hoch ist und oben mit intelligenten Ecken und einer Verkleidung aus verzinktem Aluminium so viel Tageslicht wie möglich einfängt, fühlt es sich sehr geräumig an. Und das Paar hat das ganze Jahr über natürliches Sonnenlicht im Haus. Die große Tür an der Vorderseite kann vollständig geöffnet werden, sodass das Haus mit der Umgebung verschmilzt. Oft kommen Nachbarn auf einen Plausch vorbei, wenn Hosaka und seine Frau zu Abend essen. Würdest du gerne in einem solchen architektonischen Meisterwerk wohnen oder hättest du gerne mehr Platz? Das Squish Studio. Und was ist, wenn man tatsächlich viel Platz hat, aber sich bewusst dafür entscheidet, nicht alles zu nutzen? Der Architekt des Squish Studios in Kanada wollte die Landschaft so unberührt wie möglich und für sich selbst sprechen lassen. Wir sind auf Fogo Island vor der Küste von Neufundland, einem Ort, der für seine atemberaubende Landschaft bekannt ist. Das Haus balanciert auf einer Felsformation in einer wilden Umgebung und fällt sofort durch seine ungewöhnlichen kantigen Linien und seine strahlend weiße Farbe auf. Da die Umgebung überwältigend ist, erscheint die Hütte selbst sehr klein, fast verwundbar. Etwas, das mit der ersten großen Welle oder Windböe direkt ins Meer fallen kann. Das Fundament ist jedoch sehr fest in den Felsen verankert und die Rückseite schräg nach unten geneigt, sodass die starke Meeresbrise aerodynamisch über das Haus weht. Du kannst dir vorstellen, dass dieses Haus eine fantastische Aussicht hat. Gib dem Video den Daumen hoch, wenn du diesen Ausblick genießen möchtest. Übrigens, hast du unseren Kanal bereits abonniert? Vergewissere dich, die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit du merkst, wenn wir ein weiteres interessantes Video für dich haben. Wenn du The Squish Studio betrittst, wirst du feststellen, dass mit einem Minimum an Platz ein maximaler Effekt erzielt wurde. Innen ist es viel geräumiger, als man von außen vermuten würde. Da das Haus so weit von der Zivilisation entfernt ist, ist es völlig autark. Es verfügt über Komposttoilette, Holzofen und Sonnenkollektoren. Das minimalistische Design, die abgeschiedene Lage und die atemberaubende Aussicht machen dieses Haus zu einem wunderbaren Ort für Schriftsteller oder Maler, um am nächsten Meisterwerk arbeiten zu können. Auf jeden Fall wird man nicht so leicht gestört, wenn Nachbarn vorbeigehen, wie im Haus von Hosaka. Aber vielleicht wirst du nach einer Weile den menschlichen Kontakt vermissen. Dann wäre es vielleicht besser, dein Haus ab und zu woanders hinzustellen? Ja, einige Häuser sind komplett beweglich und bewusst so gebaut, wie das Häuschen von Macy Miller. Macy Miller. Nachdem Macy Miller nach der Scheidung ihr Heim verlassen musste, kam ihr die Idee zu einer radikalen Verkleinerung.
Sie kaufte einen flachen Anhänger und arbeitete dann 2 Jahre lang sehr hart daran, diesen in ein Mini-Haus auf Rädern zu verwandeln. Macy dokumentierte den gesamten Prozess in einem eigenen Blog und wurde langsam aber sicher immer berühmter. Mit ihrer Erfahrung wollte sie andere dazu inspirieren, auch kleiner zu leben. Macy ist Architektin und hatte genau im Kopf, wie ihr Ding aussehen sollte. Sie wusste jedoch nicht, dass sie ein paar Jahre später immer noch darin wohnen, aber nicht mehr allein sein würde. Sie hatte James kennengelernt und zusammen haben sie inzwischen 2 Kinder bekommen. Das 5. Familienmitglied ist ein großer Däne, der sehr viel Platz einnimmt. Glücklicherweise wurde an alles gedacht. Ziemlich beeindruckend für ein Haus mit einer Grundfläche von weniger als 19 Quadratmetern. Es verfügt über eine komplette Küche mit 4 Gasbrennern und sogar einem Ofen. Neben der Küche gibt es ein Wohn-, ein Schlaf- und ein Badezimmer mit einer Komposttoilette und sogar einem kleinen Innenhof. Die Toilette war die teuerste Ergänzung des Hauses mit etwa 2000 Euro. Alles in allem kostete der Bau des Macy-Hauses ursprünglich nur rund 10.000 Euro. Seitdem hat sie jedoch viel Arbeit geleistet und Änderungen vorgenommen. Sie hat zum Beispiel den Innenhof geschlossen und darin das Kinderzimmer eingerichtet, komplett mit einem Mini-Etagenbett. Jetzt fragst du dich natürlich, warum Macy ihr Haus auf Rädern gebaut hat. Könnte sie damit durch die ganzen Vereinigten Staaten gereist sein? Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Sie ist nur einmal umgezogen. Es war eher der Gedanke, dass sie ihr Haus verlegen könnte, wenn sie es wollte. Früher fühlte sie sich im Hinterhof ihrer Eltern eingeschlossen. Jetzt hat sie ein eigenes Stück Land vor dem Ferienhaus. Würdest du jemals dein eigenes Haus bauen wollen? Wäre es dann ein Mini-Haus? Oder eins auf Rädern? Oder vielleicht ein Hausboot? Erzähl es uns in den Kommentaren. Der Wakefield-Pirat. Ein Haus auf Rädern ist bereits eine schöne Idee. Aber wie wäre es mit einem Haus auf dem Wasser? Dennis Tremblay, auch bekannt als der Wakefield-Pirat, hat sich eins gebaut. Abgesehen davon, dass er auf diese Weise mit seinem Haus davon segeln kann, ist seine Wohnstätte etwas ganz Besonderes, weil vollständig aus recycelten Materialien gebaut. Genau wie Macy hat Dennis alles alleine gemacht und auch er ist damit berühmt geworden. Neben dem Haus erschafft Dennis noch viel mehr, zum Beispiel Möbel und Kunstwerke, und er hat eine riesige Werkstatt. Sein Material stammt von alten Bauernhöfen und Scheunen in der Gegend oder von Überresten großer Bauarbeiten. Durch seine Kreativität weiß Dennis immer, wie man etwas daraus macht, und all seine Arbeiten haben eine Art Punk-Industrial-Look. Das Boot ist sein eigenes Zuhause, also leider nichts, was man bei Airbnb mieten kann. Dennis lebt dort die meiste Zeit des Jahres, auch im Winter, wenn das Wasser um ihn herum gefroren ist. Das Boot ist frostbeständig und gut isoliert. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass er dann mit dem Boot nirgendwo hinfahren kann. Er muss bis zum Frühjahr warten. Mitsuishi Architektenatelier. Auch der Designer dieses besonderen Hauses war extrem räumlich begrenzt. Das Stück Land, auf dem das Haus stehen sollte, lag zwischen einer gepflasterten Straße und einem Fluss und hat eine seltsame dreieckige Form. Ein normales rechteckiges Haus wäre nicht möglich, also muss der Architekt kreativ sein. Es ist zu einem Projekt geworden, das viele Menschen auf den ersten Blick zum Lachen bringt. Es sieht wirklich ein bisschen bizarr aus. Die überhängende Fassade scheint jeden Moment abzufallen und das Haus ist so schmal, dass es nicht so aussieht, als könnte jemand normal darin wohnen. Sobald man jedoch dieses besondere Haus betritt, verwandelt sich das Lachen in Staunen und Bewunderung. Möchtest du auch einen Blick hineinwerfen? Erstaunlich, wie geräumig das Haus tatsächlich ist. Die großen Fenster lassen viel Tageslicht herein und wie man von außen sehen konnte, ist das Dach sehr hoch. Das schafft viel Platz. Das Haus hat sogar einen 2. Stock. Die Küche ist offen mit einem großen Esstisch vor dem Fenster. Wenn man hindurchgeht, sieht man das Fernsehzimmer mit vielen Ablageschränken und einem Arbeitstisch und im hinteren Teil ein zusätzlicher Raum. Wenn man die Treppe hinuntergeht, gelangt man in das Schlafzimmer, das mit einem geräumigen Bad und viel Licht glänzt. Alles in allem hat dieses Haus trotz der seltsamen Winkel eine Grundfläche von 55 Quadratmetern. Das ist viel mehr als die anderen Mini-Häuser, die wir bereits gesehen haben. Das Haus ist einfach eingerichtet und wird derzeit von einer Familie mit einem Mann, einer Frau und einer kleinen Tochter bewohnt. Ein ziemlich cooles Spielzimmer, nicht wahr?
Da das Grundstück dreieckig war, musste auch das Haus dreieckig gestaltet werden. Durch die Lage so nahe am Fluss hat man eine schöne Aussicht. Und wenn man erst einmal drinnen ist, verleihen die sich verjüngenden Linien allem ein modernes Aussehen. Nicht schlecht für ein Haus, das von außen fast wie ein Witz aussieht. Wir würden es nicht als Strafe ansehen, in diesem Haus zu leben. Was meinst du? Daumen hoch, wenn du denkst, dass dies ein cooles Haus ist. Und vor allem, wenn dir dieses Video gefallen hat. Welches war dein Lieblingshaus? Wir machen gerne mehr Videos. Also abonniere unseren Kanal für weitere interessante Geschichten. Deine Unterstützung bedeutet uns sehr viel und ermöglicht es uns, die Videos weiterhin zu produzieren. Bis zum nächsten Mal.